Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit dem FC Liverpool. Ja, und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mich heute ein wenig in Schale geworfen, denn es ist der erste Auftritt für den FC Liverpool und damit auch für Jonny Klopp auf internationalem Parkett, denn heute treten wir auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim zum ersten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League an. Und das, ja, da kann man sich mal ein bisschen in die Schale werfen, dachte ich mir. Deswegen habe ich das heute mal gemacht. Und ja, Hoffenheim sind Neulinge in der Champions League. Hier virtuell haben sie den Sprung geschafft. In echt sind sie ja in der Qualifikation an Liverpool gescheitert. Dafür können sie jetzt hier Rache nehmen. Vielleicht, wir schauen mal, wie das Ganze ausgeht. Zuletzt mussten wir in der Liga eine Niederlage einstecken gegen Manchester City. Die sitzt auch noch ein bisschen tiefer. Und jetzt gucken wir mal, ob wir an der Aufstellung noch groß was ändern. Da Milner deutlich mehr internationale Erfahrung hat, würde ich ihn mal vorziehen. Und ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit der Aufstellung. Wobei Loris Karius in der Champions League unser Torhüter sein wird. Und ja, jetzt geht's so. Stadion Neda, 12. September 2017, Anstoß 20 Uhr, Schiedsrichter Rafael Ruibal Losada. Legende, 6 Minuten und Schauer. Und ich bin wirklich gespannt, wie wir uns schlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über Hoffenheim drüber walzen, und wir sollten schon favorisiert sein, denn auch wenn Liverpool in den letzten Jahren international jetzt nicht hundertprozentig überzeugen konnte, sind die Reds immer noch ein europäisches Schwergewicht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. So, und wundert euch nicht, bei mir leckt's auch, also alles gut. Wir starten direkt ins Spiel. Im Champions Cup, Stadion Neda, Rhein-Neckar-Arena, in echt, hier in FIFA Stadion Neda. Wie gesagt, Hoffenheim hat noch eine Rechnung mit uns offen. Wolf Fuß und Frank Buschmann stehen heute leider nicht zur Verfügung, aber heute fühle ich mich tatsächlich fast wie ein Kommentator beim Champions League-Spiel, schön mit Anzug und Krawatte, wie sich das gehört. Und ja, ihr seht's, Hoffenheim in den schwarz-blauen Trikots, das sieht hier alles sehr, sehr trüb aus, muss ich sagen. Wenig Farbe, aber hoffentlich können wir dem Spiel ein wenig mehr Farbe aufdrücken. Da sehen wir es, noch kein Spiel gespielt in dieser Gruppe mit Sevilla, Spartak Moskau und Hoffenheim, die Maribor ersetzen, die es leider nicht hier in echt in FIFA gibt. Sonst hätte ich mit Maribor gespielt, so ist es jetzt Hoffenheim. Aber ganz ehrlich, Schwamm drüber. Da sehen wir Jürgen Klopp, der ja sicherlich seine Elf nochmal eingeschärft hat. Gucken wir auf die Startelf der Hausherrin der deutschen Mannschaft um 1899 Hoffenheim, ein 5-3-2 mit Oliver Baumann, dann Vogt, Hübner, Nordfight, Zuber, Kadarajabek, Polanski, Rupp, Demirbay und vorne Sandro Wagner und Andrej Kramaric. Sicherlich mit Sandro Wagner einen sehr, sehr gefährlichen Kopfballspieler auch drin, auf den müssen wir Acht geben. Aber ich würde sagen, auch wir haben eine, ja, verdammt schlagkräftige Offensive am Start, und das sollte eigentlich gehen. Und ja, da sehen wir es. Manager Jonny Klopp. Applaus brandet hier auf. Und ja, dann denke ich, können wir doch endlich loslegen. Das wäre mir schon sehr lieb. Ja, Karius, Lovren Mate, Milner, Klein, Henderson, Coutinho, Wijnaldum und vorne die Fatal Three, könnte man fast schon sagen. Mit Salah, Mané und Roberto Firmino. Hoffenheim wird anstoßen in den blauen Trikots. Wünscht mir einen guten Start hier in diese Champions League-Saison. Und ja, dann bin ich gespannt, was uns die Hoffenheimer so entgegensetzen. Es geht los im Stadion Neda. Die Champions League oder Cup-Saison startet. Joel Matip gibt den Ball schön auf Gini Wijnaldum. Der bedient Coutinho, der da vorne als Anspielstation fungieren wird. Oh, und das war schön gespielt. Erste Chance vielleicht Sadio Mané. Ja. Zwingt Baumann zur ersten richtig guten Tat dieses Spiels. Das war schön gespielt von Liverpool. Der Favorit macht direkt mal Druck. Das gefällt Jonny Klopp. Liverpool bleibt dran mit Coutinho. Feines Pässchen auf Henderson. Wijnaldum. Salah, schön gespielt auf Klein. Huiuiui. Das ist ein Auftakt nach Maß, könnte man sagen. Und wäre wahrscheinlich drüber gegangen. Es war, glaube ich, auch nur die Latte. Es war gar nicht Baumann, oder? War es Baumann? War es die Latte? Wir werden es gleich wissen. Auf jeden Fall eine verdammt gute Chance. Nee, es war Baumann. Eckball für Liverpool, getreten vom Zehner, von Philippe Coutinho. Lovren
Nächster Ball aufs Tor. Hoffenheim sieht sich hier schon im ordentlichen Druck ausgesetzt. Nicht schlecht. So, Hoffenheim im Vorwärtsgang über Kramaric und Sandro Wagner. Kerem Demir bei. Kerem ist der Vorname. Da war ich ein bisschen zu geflasht von der Chance von Hoffenheim. Schön gespielt. Erste Möglichkeit auch für die Hoffenheimer. Loris Karius, der Ex-Mainzer, entschärft diesen Ball. Kerem Demir bei übrigens auch lange beim HSV gespielt. Vieles der verkannten Talente, die heute relativ stark wieder spielen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Jetzt erstmal diese Ecke verteidigen. Und das macht Firmino, der Ex-Hoffenheimer, mustergültig. So, Klein und Salah. Schönes Zusammenspiel auf dem Flügel. Schön in die Mitte gegeben. Von Mohamed Salah und Roberto Firmino schenkt seinem Ex-Teamkameraden Oliver Baumann da fast das erste Ding ein. Stark freigespielt. Tja, wenn das so weitergeht, könnten wir vielleicht das 4-1 von Liverpool und das 2-1 reproduzieren. Die haben ja Hoffenheim schön aus der Quali geschossen. Mal sehen, aber es war die dritte richtig gute Parade von Hoffmann. Hoffmann schon, sage ich schon. Baumann. Im Dress von Hoffenheim. So rum ist es richtig. So, Eckball Firmino, keine Gefahr. Philipp Coutinho. Schön. Mit Roberto Firmino. Und Coutinho, der hat Platz und der hat einen guten Schuss. Oh, Leute. Bitte. Immer noch kein Tor. Immer noch hält dieses 0 zu 0 und es hält dank Oliver Baumann. Vierte richtig gute Parade des TSG-Schlussmanns. Ohne ihn ja, wäre schon Land unter. Nächster Eckball wieder getreten vom kleinen Brasilianer Philipp Coutinho. Ecke kommt, aber wieder geklärt. So, nächster Anlauf der Reds. Die bleiben hier dran. Schön von Coutinho, der ein gutes Spiel macht auf James Milner und der marschiert er jetzt einfach mal ein bisschen. James Milner, schön auf Roberto Firmino und nächster Eckball. Müsste der vierte oder fünfte bereits sein. Gut gespielt und Firmino würde natürlich so gern gegen die Ex-Kollegen treffen. Hier ist Benjamin Hübner im Weg. Das heißt, wir werden die nächste Ecke erleben, wieder getreten vom kleinen Magier von Philipp Coutinho. Vielleicht jetzt mal eine mit Erfolg. Lovren! Jesus. Also wirklich, Props muss ich mal sagen an den Herrn Baumann. Boah, wie kratzt er den denn da noch raus? Also der wächst hier heute wirklich über sich hinaus. Das war die fünfte, glaube ich, Weltklasse-Parade von ihm hier im ersten Durchgang. Und so kann sich Hoffenheim bei ihm bedanken, dass es noch 0-0 steht. Müsste der neunte oder fast schon zehnte Torschuss gewesen sein von Liverpool. Also wir können uns hier nicht über mangelnde Chancen beschweren, aber wir machen sie halt nicht rein. Lovren, erneut kommt er zum Kopfball, den kriegen sie nicht gehandelt da. Diesmal wäre Baumann chancenlos gewesen, aber der Ball zischt minimal am linken Pfosten vorbei und ja, Joni Klopp trägt Jacke überm Anzug. Bei mir ist es nicht so nass und regnerisch, deswegen trage ich nur Anzug, aber sehr, sehr ärgerlich schon. So, James Milner beteiligt sich viel nach vorne, das gefällt mir gut. So, und das ist jetzt mal stark gespielt. Und wieder ist Baumann zur Stelle, Schuss war noch abgefälscht, unglaublich. Aber da ist der Halbzeitpfiff und ja. Leute, das Fazit, ja, mein Fazit zu dieser ersten Halbzeit ist keine Chance am Baumann bisher vorbeizukommen. Der Typ steht in der Wand im Tor, das ist wie vernagelt mit ihm. 0 zu 0 zur Halbzeit, hoch überlegene Mannen von Joni Klopp haben es nicht geschafft, den Führungstreffer zu erzielen. Bin mal gespannt, wie der Zusammenschnitt hier so aussieht, aber das war. Ja, das war schon wirklich bunt. Soundeffekte sind immer noch so laut. Muss, glaube ich, noch mal ein bisschen dämmen. Aber übertrieben laut. Ich muss jetzt alles wieder neu setupen wegen Festplatte beschädigt und Co. Deswegen seht es mir nach, wenn die Soundqualität noch nicht perfekt ist. Aber wenigstens das Outfit ist heute ein bisschen hochwertiger. Wenn schon die Soundqualität leidet. Aber es sollte eigentlich gehen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Zur Not dämme ich an den entscheidenden Stellen ein bisschen runter. Das war die einzige Chance von Hoffenheim, by the way, die wir da gesehen haben. Und dann ging das Chancenfestival weiter. Und Baumann hat seine Pranken einfach überall rausgefahren. Ich bin schon auf offensiv gegangen, Leute. Ich glaube, ich werde noch auf sehr offensiv gehen. Weil gegen Hoffenheim, Sevilla und Moskau sind fast die stärkeren Gegner, meiner Meinung nach, in dieser Gruppe. Oder unangenehmer zumindest. Deswegen werde ich vielleicht gleich sogar auf sehr offensiv gehen. Tja, das war hier der geblockte Schuss von Roberto Firmino.
dann die beiden Ecken, Lovren, das wird auch so die beste Chance, wie er den hält. Das ist schon Weltklasse. Und dann die nächste Ecke war ja auch minimal vorbei. Ich weiß gar nicht, ob sie die jetzt noch zeigen. Ja doch, Lovren eine Sekunde später. Und da fehlen Zentimeter. Vielleicht soll ich auch Oxlade Chamberlain bringen, ich weiß es nicht. Hier auch schön gespielt, dann wird der Ball noch abgefälscht und dann macht sich Baumann ganz lang und kratzt auch den raus. Fazit dieser ersten Hälfte. Gegen Baumann war bisher kein Kraut gewachsen, aber wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Also gute Reaktion auf das 1:3 gegen Manchester City. Coutinho ist schon ein bisschen angeschlagen, aber er ist der beste Spieler in unserer Offensivabteilung, deswegen werde ich ihn drin lassen. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass wir endlich ein Tor schießen hier. So, Mo Salah auf seinen Captain Jordan Henderson. Der macht das Spiel jetzt mal ein bisschen breit mit James Milner. Sadio Mané, jetzt ist Platz. Jetzt ist Platz da. Sadio Mané bringt die Flanke. Könnte ein bisschen zu weit sein. Aber Salah holt zumindest den Eckball. Amiri kommt jetzt für Polanski rein. Erster Wechsel bei der Elf von Julian Nagelsmann. Übernimmt auch die Kapitänsbinde von Polanski. Aber der fünfte Eckball dieser Partie für Liverpool. Und vielleicht bringt er jetzt ja mal was. So, Spielunterbrechung. Kramaric hat sich verletzt eben bei einem Zweikampf mit Joel Matip. Und ich werde das Ganze mal nutzen, um den ersten Wechsel zu initiieren. Salah hat echt wenig gemacht, deswegen bringe ich jetzt Oxlade Chamberlain auf dem Flügel. Ein bisschen offensive Belebung. Wir sind schon in einer sehr offensiven Ausrichtung tatsächlich. Tja, viel mehr wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen können. Kramaric hat ja schon eine üble Verletzungshistorie. Das scheint jetzt die nächste zu sein. Hier, ja, war auch nicht ganz fair, wurde aber nicht abgepfiffen. Von dem her schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird Marc Uth kommen. Ist das Marc Uth? Hätte ich jetzt zumindest so gemacht. Es wird Schiedsrichterball auf jeden Fall geben. Und Abschlag von Baumann. Kader Rajabek über den Flügel lässt Milner stehen. Und Wagner ist ein gefährlicher Kopfballspieler. Karius ist zur Stelle. So, Hoffenheim. Jetzt die Chance. Und wie aus dem Nichts. Das 1:0. So, wir werden mal Lallana für Coutinho bringen. Der ist platt. Ja, Karius, das ist ein gebrauchter Tag. Der so oft zitierte Lucky Punch. Hier faustet er vielleicht nicht ganz glücklich raus, aber da stimmt es auch nicht in der Zuordnung. Matip läuft weg und dann trifft Rupp den aber sowas von sahnemäßig. And now we have a fucking problem. So, Karius ist zwar noch dran, aber da macht er natürlich nichts mehr. Tja. Lukas Rupp. Das war ein Schlag ins Gesicht, so richtig in die Fresse. Okay, Leute. Coutinho hat ein starkes Spiel gemacht, aber wir haben den Treffer nicht gemacht. Von dem her wird jetzt vielleicht mit Lallana noch ein bisschen mehr Kreativität kommen. Schauen wir einfach mal, aber wir liegen hinten und das ist nicht gut. Jetzt ist Kreativität gefragt gegen dieses Hoffenheimer Bollwerk da hinten. Oder der neue Mann Oxlade Chamberlain. Firmino! Das ist es immer noch nicht. Baumann hält erneut. Schwacher Abschluss aber auch. So, Sadio Mané, schön den Ball geholt. Ball bleibt bei Liverpool. Und jetzt Roberto Firmino. Er hat viel vergeben in diesem Spiel. Macht er den jetzt rein? Firmino! Boah, Baumann macht das ganz lange Ärmchen und holt sich den noch. Ja, und jetzt ist Tempo gefragt, Jungs. Was macht ihr da? Guckt ihr das an? Das glaube ich jetzt nicht. Okay. Anscheinend wollen Leute mein Spiel sabotieren. Was ist das für ein Einwurf von Oxlade Chamberlain? Ja, Leute. Was soll ich dazu sagen? Da muss ich erstmal die Krawatte lockern hier, damit mir nicht der Kragen platzt bei so einem scheiß Resultat. Lukas Rupp entscheidete dieses Spiel und ein lächerlicheres Resultat hätte es, glaube ich, hier an diesem Ort und an dieser Stelle nicht geben können. Tja.
Der Start ins internationale Business hätte nicht schlechter laufen können. Nee, also wirklich. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen nachgelassen, was die Chancen angeht, aber hätten trotzdem zwei, drei Dinge reinhauen können. Und in der Gesamtaddition hat Baumann einfach 11, 12 Schüsse aufs Tor abgewehrt. Und ja, wir waren heute einfach nicht kaltschnäuzig genug. Das heißt, zweite Niederlage in Folge für Joni Klopp. Dass da schon welche an unserem Thron ruckeln wollen. Wir haben noch Großes vor und gegen den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppenphase, gut auswärts, aber trotzdem zu verlieren zum Auftakt, das tut schon weh. Jetzt müssen wir gegen Sevilla und Moskau abliefern. Ja, Fehleranalyse, wir haben das Ding nicht reingemacht. Wir haben das Ding einfach nicht reingemacht. Und so verlierst du dann so ein sicher geglaubtes Spiel doch noch, indem du eigentlich 90 Minuten lang überlegen warst. Ich meine, Hoffenheim hatte, glaube ich, zwei Angriffe. Und einen knallte uns dann halt aus 25 Metern in den Winkel. Das, was wir das ganze Spiel nicht geschafft haben. Wir sind übrigens immer noch in Hälfte 1 bei der Zusammenfassung. Ja, und das ist eigentlich eine Bewerbungsshow von Oliver Baumann für Jogi Löw. Anders kann man das nicht sagen. Meine Güte. Das ist ja wirklich fast schon tragisch. Aus Liverpooler Sicht. Na gut. Freuen wir uns für die Hoffenheimer, die ja, heute mal lehrbuchmäßig gezeigt haben, was Effektivität ist. Hier sehen wir den Treffer des Spiels. Karius war noch dran. Vielleicht kann er den noch halten. Baumann hätte den heute in seiner Form auf jeden Fall gehalten. Machst am Ende nix. Hier nochmal Firmino mit der guten Chance, aber wir sehen, in Hälfte 2 haben wir da nicht mehr so viel aufs Tor bekommen. Das müssen wir uns vielleicht auch ankreiden. Ja, guckt's euch an. Parade, 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 Parade. Traurig. Ja, 16 zu 4 Schüsse. Das Vielfache an Schüssen hatten wir. Mehr Ballbesitz, bessere Passgenauigkeit. Aber das bringt einem am Ende alles nix. Das bringt einem alles nix. Oliver Baumann nur eine 7,9. Die Bewertung vom Spiel finde ich manchmal echt merkwürdig, aber gut. Am Ende des Tages steht ein 0 zu 1. Und was macht man, wenn man gerade voll down ist heute? Man gibt ein bisschen Coins aus, denn ich habe euch das ja noch gar nicht gezeigt, aber es gibt so ein Training. Wir gehen jetzt mal, das könnt ihr gar nicht richtig sehen, weil da, glaube ich, meine Facecam drüber ist. Egal. Hier, Intensivtraining. Löse diese Objekte, um in der nächsten Trainingskarriere die Entwicklungsraten in den nächsten 5 Trainingseinheiten zu verdoppeln. Genug Coins habe ich auf jeden Fall und wenn nicht hier beim Karrieremodus, wo sonst? Deswegen machen wir das jetzt mal kurz. Firmino ist auf dem Sprung zu 84, das heißt, Angriffsszenario schwerst ist für ihn empfohlen. Dann können wir Coutinho noch mal ein bisschen leveln. Einmal Spiel schwer, ich werde das übrigens alles simulieren, das kann man auch selber machen, aber das finde ich irgendwie witzlos. Emre Can ist auf jeden Fall einer, den wir noch mal ein wenig Dribbling mit Präzision. Das ist nur Mittel. Lovren können auch noch mal was machen lassen und als letztes können wir den guten Loris Karius ein bisschen trainieren lassen, damit er so einen wie eben hält auf jeden Fall. So, jetzt kann man nämlich alles simulieren, ganz fleißig machen. Da, und da seht ihr es, die Fortschritte sind gut. Also gut, dass wir das eingelöst haben. Davon gibt es noch ein paar, die werde ich auch in Zukunft einlösen. Ja, das nächste Spiel ist jetzt gegen Burnley. Karius ist schon eine Stufe hoch. Mögliche Nationaltrainerposten. Gucken wir nochmal drauf, wer uns denn da haben will. Aber Australien, Saudi-Arabien, komm, ciao. So tief bin ich noch nicht gesunken. Noch nicht, Leute. Auch wenn es eine kleine Abwärtsspirale gibt, wir sind Vierter in der Liga mit 3 Punkten Rückstand auf Man City. Gegen Burnley sollte dann mal wieder ein Sieg her. Ich hoffe, ja, diese Folge hat euch gefallen, trotzdem enttäuschenden Resultat. Ja, nächstes Mal dann wieder im richtigen Liverpool-Outfit mit Trikot natürlich. Champions League ist natürlich immer was anderes. Ich wünsche euch trotz allem noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.